Freitag. Es sind jetzt über 78 Millionen Stimmen für Joe Biden und mit jeder Stimme, die er dazu bekommt, ist seine Wahl sicherer und desto mehr verlieren die Drohungen von Donald Trump und auch die Worte von Donald Trump an Schrecken und Bedeutung für die Märkte, eben auch seine Absicht, sein Bestreben, das neu auszählen zu lassen. Selbst wenn er das tut, nun könnte dazu führen, dass er eben nicht Präsident wird. Und damit, und das übersetzen die Märkte damit, dass ein Konjunkturpaket wieder mehr in Schlagdistanz kommt, was positiv ist, da die Pandemie ja immer noch nicht besiegt ist, obwohl wir die guten Nachrichten ja gehabt haben von Pfizer und BioNTech in der letzten Woche. Wir haben aber auch einen Fortschritt, wenn wir uns zurückerinnern an diesen Kurssprung von vor einer Woche. Da war es ja so, dass die Value-Aktien, die aus der Old Economy sozusagen, die zyklischen Werte, sehr stark angestiegen sind und die Technologieaktien sind zurückgekommen. Genau das haben wir heute nicht. Wir haben den Germany 30, der ansteigt. Wir haben die Tech-Werte, die ansteigen. Und wir haben eben den SPX 500, der ansteigt. Und auch der US 30 könnte hier die 30.000-Punkte-Marke voll machen. Wobei im US 30 hier, wenn wir uns da die charttechnische Situation anschauen, nicht unbedingt die 30.000-Punkte-Marke die große Bedeutung einnimmt, sondern 29.897 Punkte sollten wir darüber ansteigen, bestünde die Möglichkeit, in Richtung 34.359 Punkte aufzubrechen. Das wäre dann die nächst höher liegende Fibonacci-Preiserweiterung für den US 30. Also die Old Economy, die zyklischen Werte sind sehr stark. Und die ziehen zusammen mit den Technologieaktien nach oben, was doch einigen dann doch die Bauchschmerzen ein bisschen nimmt, die sich gefragt haben, wie soll das überhaupt funktionieren, wenn jetzt die Tech-Aktien eine große Korrektur machen und die Leute anfangen, die zu verkaufen und umzuschichten in die Value-Aktien, kann das nicht irgendwie Probleme geben, dass wenn das eine wegbricht, das andere nicht so stark steigt, insgesamt eine Korrektur kommen könnte. Die Sorge ist ein bisschen jetzt, heute Morgen nicht unbedingt da, da alles nach oben geht. Die Liquidität, die scheint so umfangreich zu sein, die da draußen ist und die hebt dann alle Boote und so. Starten wir in diese neue Woche. Technisch betrachtet für den Germany 30 bedeutet das ganz konkret, dass wir nun diese Trendwende in der letzten Woche dann doch abgewendet haben. Das letztwöchige aus der zweiten Hälfte der letzten Woche, das Tief bei 12.930 ist eine Unterstützung. Dann sollte das Hoch von Freitag 13.142 und auch der Schlusskurs 13.125 als mögliche Unterstützung ins Auge gefasst werden, sollte es zu einem Schließen der Kurslücke kommen. Das werde ich mir gleich um 9 bis 10 Uhr ganz genau anschauen, ob es Hinweise gibt für eine Korrektur nach unten. Auf der anderen Seite nach oben ist die 13.339 möglicher Widerstand, gebildet durch den Punkt 2 des 1-2-3-Trendwendemusters, das jetzt eben durch den recht mager ausgefallenen Rücksetzer im Germany 30 in der zweiten Hälfte der letzten Woche als nicht reaktiviert angesehen werden muss. Ja, wir sind ja nicht unter 12.748 gegangen, nicht darunter, haben das damit nicht reaktiviert und haben damit die Chance, dann im Wochenverlauf die 13.339 zu attackieren und dann fortfolgend auch 13.462 zu überschreiten. Das dann zu tun, würde uns eben diese technische Geißel, wenn ich so nennen darf, des Trendwendemusters, könnte der Germany 30 damit dann abschütteln und dann würde es eben wieder gehen, um die Projektionen aus dem 1-2-3-Trendwendemuster vom März und wenn wir das dann eben mal einzeichnen in blau und ein bisschen mit dickeren Linien, dann sehen wir ja, dass wir auch die 4,29 überschritten haben, was uns 14,424 dann ermöglichen würde, nach oben. Aber noch ist das nicht geschafft. Wir müssen das Trendwendemuster deaktivieren über 13,462, um insgesamt das Bild ein bisschen optimistischer zu gestalten. 9 bis 10 Uhr bin ich im Livestream. Ich lade euch alle herzlich ein, dort einzuschalten. Dort werde ich mir dann anschauen, baut sich ein Trend auf? Gibt es vielleicht eine Schließen der Kurslücke? Und was passiert dann? Kommt wieder die Wende nach oben oder dreht der Germany 30 jetzt dann oder geht er direkt mit der offenen Kurslücke
in Richtung der 13.336, um dort dann die Attacke auf diesen Punkt 2 zu machen. Sehr spannende Gesamtlage, die wir jetzt hier haben, auch eben aufgrund des optimistischen Wochenstarts. Bin gespannt, wie nachhaltig diese Kursgewinne dann sein werden. Ja, ich wünsche allen einen schönen Handelstag und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns dann gleich ja im Livestream. Bis gleich.